wenn auch in begrenzter Anzahl. Hallo, hier auf der Demo. Erstmal bitte, wir sind heute von der Maskenpflicht befreit, weil wir unter freiem Himmel sind und die Vorschriften ja geändert wurden. Also haltet Abstand, das ist die einzige Auflage, die wir haben. Bitte, bitte wirklich Abstand halten, guckt bitte drauf. Ansonsten herzlich willkommen auf der Demo der Nuklearia und der Matos von Nuclear hier vor dem letzten noch laufenden Block C, Gundremmingen. Der letzte SWR 72, habe mir das angeguckt. Dann kurz nach Fukushima habe ich dann wirklich mal geschafft, eine Führung zu machen, weil ich mir den Spaß wirklich selber mal angucken wollte. Und ja, seitdem hat der Herr Kögler mich, glaube ich, 6 oder 7 Mal durch dieses Kraftwerk geschleift. Ein paar Windräder, mehr bleibt eigentlich nicht mehr übrig von der deutschen Energiewirtschaft. Schade drum. Tja. Ja, Britta, du darfst. Technik, alles drum und dran. Wahnsinn, es gibt noch mehr Leute, die schon bei dieser Demonstrationsreihe immer wieder mit dabei sind. Das sind der Rainer Klute, der Markus Fester, der Simeon Preuß, der Noah Jakob Rettberg und viele weitere, die wirklich jetzt fast jedes Mal, beziehungsweise jedes Mal so vieles dazwischen. Wir haben ja hier auch in Gundremmingen Flugblätter verteilt mit den Masters von Nuklear und haben mit den Leuten den Arsch hochgekriegt. Es muss ja jemand mal sagen, dass wir das wollen. Es ist ja nicht so, dass wir den dann nicht mehr brauchen am 01.01.2022. Wir brauchen den ja, und das wissen wir ja alle. Und das sind immense Redner aus Amerika. Und wir waren ja heute schon unterwegs in Augsburg, haben dort schon 2 Stunden Kundgebung gemacht und dann sind wir sogar noch in die Donau gesprungen. Wie so ein Kernkraftwerk eigentlich funktioniert, das ist ja viel mehr. Von der Verfahrenstechnik her ist das ja noch viel mehr als das, was man im Physikstudium lernt. Da lernt man ja nur die physikalischen Grundlagen. Aber wie das dann tatsächlich umgesetzt wird, wie Energie erzeugt wird oder umgewandelt wird, muss man ja präzise sagen, in einem Kernkraftwerk. Das war dann doch nochmal etwas, eine ganz neue... Das sind 2 verschiedene Welten. Das passt nicht zusammen. Und das hat mich zornig gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum ausstiegskritisch weggelassen, ohne das Ausstiegskritische an sich wegzulassen, sind auf Twitter und Facebook, überhaupt in den sozialen Medien aktiv geworden, haben dort Zuspruch gefunden, haben dann aber auch gemerkt, diese Anbindung an die Piratenpartei, die hindert uns daran, mehr Menschen in unseren Kreis aufzunehmen. Mehr, also die Organisation oder mehr Menschen zu organisieren.